Du hast da einen Fussel an der Wange? Wo? Ja. Und, ist es weg? Nee, ich meine die andere Seite. Du hast aber auf die gezeigt. Ja, wenn du mein Spiegelbild wärst, dann wäre mein Links dein Rechts. Bist du aber nicht. Ich habe mich in dich reinversetzt, als ob ich du wär. Also statt Spiegelung eine Drehung um 180 Grad. Ich verstehe. Da bleibt links links und rechts rechts. Naja, weil jetzt ja auch vorn und hinten gleich geworden sind. Schlaumeier. Neulich in England, da musste ich mit einem Mietauto fahren. Ich bin bald verrückt geworden von dem ganzen Linksverkehr dort. Da wünscht man sich eine Brille, die einfach links und rechts verdreht. Kannst du haben. Sowas gibt's. Ich fürchte nur, sie hilft dir nicht, sondern bringt dich nur noch mehr durcheinander. Denn wenn dir dein Armgefühl sagt, dass du das Lenkrad nach rechts führst, siehst du es mit deinen Augen, wie es nach links geht. Total verdreht. Und ich schätze mal, mit einer Links-Rechts-Umkehrbrille hast du einen gewaltigen Blechschaden. Gerade weil du dem Gegenverkehr nach rechts ausweichen willst. Ich denke, den sehe ich dann links. Ja, aber der Gegenverkehr kommt ja von rechts. Von mir aus oder von dem anderen aus? Warte mal, jetzt bin ich gerade selber ganz verdreht. Na, bloß gut, dass wenigstens oben und unten gleich bleibt und sich nicht vertauscht. Also wenn du mal Lust hast, von der Decke runterzuhängen, auch dafür gibt's Brillen. Echt? Und hast du die hier? Na klar, wir können sofort loslegen. Ich weiß nicht. Keine Angst, nicht in England und auch nicht mit dem Auto. Nur hier und zu Fuß. Achso, meinst du wirklich, von der Decke runterhängen, sinkt da das Blut nicht in den Kopf? Dein Blut hat auch keine Brille auf. Naja, ich probier's mal. Ist das ein geiles Teil? Na, sag dich doch.